Lektion 239 aus Ein Kurs in Wundern. Die Herrlichkeit meines Vaters ist meine eigene. Was für ein schöner Gedanke. Wie erhebend, wie stärkend. Und dennoch kann es sein, dass wir das nicht so recht glauben können. Und das könnte zwei verschiedene Quellen haben, die letztlich das Gleiche sind. Einmal, vielleicht haben wir den Eindruck dann und wann, dass die Quelle oder Gott doch nicht nur herrlich ist und sanftmütig, sondern auch urteilend, uns vergessen hat oder einfach mal abwartet, was wir jetzt so zustande bringen. Das trauen wir uns aber vielleicht nicht einzugestehen, denn es geht ja um Gott. Und das muss ja toll sein. Doch wenn wir in uns nachschauen, könnte es sein, dass es diesen Gedanken gibt. Das Zweite ist, dass wir spüren, die Quelle ist herrlich, das Licht ist in uns. Doch wir selber kennen uns ja auch ganz gut und wissen, wir sind schon urteilend und manchmal ungerecht und ja, so viel Herrlichkeit ist da nicht immer, auch wenn wir uns recht viel Mühe geben, es nach außen so aussehen zu lassen. Braucht ja keiner wissen, dass es uns vielleicht gerade nicht so gut geht oder wir dieses und jenes denken. Der Punkt ist, beide Arten zu denken kommen aus der gleichen Quelle, nämlich vom Ego. Und das muss so denken. Es kann gar nicht anders denken, denn es ist ja aus dem Gedanken der Trennung und damit der Abspaltung von der Liebe geboren worden oder die Idee hat eine gewisse Kraft bekommen. Sagen wir mal so. Das heißt, wenn uns diese Gedanken beschleichen und uns irgendwie, ja, beginnen einzuengen, dann wissen wir denken nicht unsere wahren Gedanken. Wir machen uns die Kommunikation irgendeiner anderen Quelle zu eigen. Und da ist es wichtig, es zu unterbrechen. Denn wir können ja spüren, wenn wir nach innen schauen, dass es andere Gedanken gibt. Gedanken, die uns erheben, die uns Frieden schenken und Sicherheit. Was passiert hier also, wenn wir glauben, eine Wahl zu haben? Denn das tun wir ja. Wir glauben, eine Wahl zu haben. Wir können die eine Stimme hören, die andere Stimme hören. Doch kann es ja eigentlich nicht sein. Wenn wir sind, wie Gott uns schuf, ist es nicht möglich. Was also geschieht hier gerade? Im ersten Abschnitt des Kapitel 23 heißt es: Sei dir gewiss, es ist unmöglich, dass Gott und das Ego oder du und das Ego einander je begegnen werden. Wow, das ist ja jetzt erstaunlich. Nicht so sehr, dass Gott und das Ego sich nicht begegnen werden, aber wir selbst und das Ego können sich nicht begegnen. Da haben wir aber einen anderen Eindruck, oder? Andererseits ist die Aussage logisch aus der Sicht,
Gedanken verlassen ihre Quelle nicht. Wenn Gott dem Ego nicht begegnen kann, können wir es auch nicht. Mal schauen, wie es weitergeht. Ihr scheint einander zu begegnen, heißt es im Textbuch, und schließt eure seltsamen Bündnisse auf einer Basis, die keinerlei Bedeutung hat. Denn deine Überzeugungen laufen im Körper, dem vom Ego auserwählten Heim zusammen, von dem du glaubst, es sei das deine. Ihr begegnet euch bei einem Fehler, einem Irrtum in deiner Selbsteinschätzung. Das Ego verbindet sich mit einer Illusion von dir, die du mit ihm teilst. Doch können Illusionen sich gar nicht verbinden. Sie sind dasselbe und sind nichts. Ihre Verbindung liegt im Nichts. Zwei sind so bedeutungslos wie eine oder tausend. Das Ego verbindet sich mit nichts, da es nichts ist. Der Sieg, den es sucht, ist so bedeutungslos wie es selbst. Also was heißt das oder könnte es heißen? Gehen wir ganz vorsichtig und behutsam vor und wie immer gilt, überprüfe es selbst. Wir begegnen also dem Ego gar nicht wirklich. Wir begegnen einer Idee, die wir haben, weil wir uns selbst falsch einschätzen. Ein falsches Selbstbild. Und dieses Selbstbild gründet auf dem Körper. Da sind alle Überzeugungen beheimatet. Wenn wir also nach innen schauen oder wie wir es eben so bezeichnen, dann spüren wir die Grenzenlosigkeit. Also können wir nicht schon mal nur ein Körper sein, es geht ja nicht. Und wir können die Liebe in uns spüren, das Glück, den Frieden, die Sanftmut. Und das Einzige, was uns da immer wieder rausholt, ist der Glaube, dass wir uns um den Körper und dessen Wohlbefinden und Schutz kümmern müssen, weil es letztlich irgendwie unser eigener Schutz, unser eigenes Wohlbefinden ist. Zumindest glauben wir das. Wie wäre es, wenn wir uns der Herrlichkeit in uns oder der Wahrheit in uns annähern, indem wir einmal bewusst feststellen, dass sie, die Wahrheit, die Herrlichkeit, ja da ist. Wir können sie spüren. Wenn wir uns sagen, das ist ja auch ein Gedanke, dann muss dieser Gedanke ja irgendwo herkommen. Und uns fällt recht leicht zu unterscheiden, dass es nicht die üblichen Verstandesgedanken sind, die Ego-Gedanken oder scheinbaren Ego-Gedanken. Es kommt aus der Quelle unserer Existenz. Wenn das aus der Quelle unserer Existenz kommt, wenn wir spüren können, es ist da, es ist keine Illusion, dann könnten wir uns ja jetzt einmal fragen, was sagt es uns denn? Denn Gedanken sind Kommunikation. Wahre Gedanken sind unbeschränkte Kommunikation. Alles liegt in ihnen. Spüre einmal die Freude und Herrlichkeit in dir, die Größe, die Freiheit
und frage Jesus oder den Heiligen Geist, was sagt das mir? Was sagt es mir über mich selbst? Und vielleicht spürst du einen tiefen Frieden als Antwort. Vielleicht spürst du, wie sehr du geliebt bist. Vielleicht spürst du die Ruhe der Sicherheit deines wahren Zuhauses. Und vielleicht kommen auch Gedanken angerannt und versuchen sich hineinzudrängen, die dir irgendetwas anderes erzählen wollen, um was du dich kümmern musst oder dass es nicht sein kann. Da sagen wir einfach Stopp, ihr seid nicht dran. Denn ihr seid im Zweifelsfall gar nicht da. Kannst du spüren, wie es dich stärkt, wenn du die wahren Gedanken bejahst? Ja, da ist die Wahrheit. Und zu den umtriebigen, unruhigen Gedanken sagst, Stopp, ich brauche euch nicht, ihr seid gar nicht da. Und du kannst ganz genau spüren, dass diese Aussage für dein wahres Selbst wahr ist. Es kennt diese Gedanken nicht, die wir wahrzunehmen meinen, außerhalb des Friedens, der Ruhe, der Sicherheit. Aber was in uns meint denn das wahrzunehmen? Und schau mal hin, es ist nur der Glaube, dass das existiert. Etwas anderes als dieser Glaube nimmt es nicht wahr. Sage dir einmal, ich kann dem Ego nicht begegnen. Ich weiß nicht einmal, was es ist. Nur eine Idee von einem falschen Selbst kann sich mit irgendeiner anderen Idee verbinden. Doch warum sollte ich das tun? Und wir können uns Hilfe holen und sagen, Jesus, Heiliger Geist, schau du mit mir auf diesen Wunsch oder diesen Glauben, dass ich irgendein eigenes Selbst entwerfen kann, das in Konflikt steht mit der Wahrheit. Ich möchte mir diese Ketten nicht mehr länger anlegen. Ich möchte keinen Kampf mehr gegen mich selbst führen. Es darf einfach gehen. Ich weiß zwar nicht wie, doch bitte ich um deine Hilfe. Hilf du mir. Du, der du von ihm geliebt wirst, heißt es im Textbuch, bist keine Illusion.
da du so wahr und heilig bist wie er. Die Stille deiner Gewissheit seiner und deiner selbst ist das Zuhause für euch beide, die ihr als eins wohnt und nicht getrennt. Spüre die Gewissheit seiner, spüre die Gewissheit deiner Existenz, die der ewigen Quelle entspringt. Das ist keine Illusion. Es ist genau genommen das einzig Verlässliche, was wir in diesem scheinbaren Trubel immer wieder finden können. Und spüre die Gewissheit in dir, dass es ewig ist. Du bist ewig. Öffne die Tür seiner allerheiligsten Wohnstatt und lasse die Vergebung jede Spur des Glaubens an die Sünde hinwegfegen, die Gott und seinen Sohn mit ihm obdachlos hält. Du bist kein Fremder im Hause Gottes. Heiße deinen Bruder willkommen in dem Zuhause, in das Gott ihn in Gelassenheit und Frieden eingesetzt hat und wo er mit ihm wohnt. Für Illusionen ist kein Platz dort, wo die Liebe weilt, die dich vor allem, was nicht wahr ist, schützt. Du wohnst in einem Frieden, der so grenzenlos ist wie sein Schöpfer, und alles ist denen gegeben, die sich an ihn erinnern möchten. Über sein Zuhause wacht der Heilige Geist, sicher, dass dessen Frieden nie gestört werden kann. Wie wäre es, wenn wir diesen Zustand oder diese Wahrnehmung des Friedens, der umfassenden Herrlichkeit als unser Zuhause annehmen. Dann wird der Körper zu einem Mittel, aber er ist nicht mehr Zweck und Ziel. Er mag scheinbar einfach sein. Okay. Doch bist du es nicht. Dein Zuhause ist an einem anderen Ort, wie du es deutlich wahrnehmen kannst. Die Herrlichkeit meines Vaters ist meine eigene. Lass nicht durch eine falsche Demut heut die Wahrheit über uns versteckt sein. Lass uns stattdessen dankbar für die Gaben sein, die uns unser Vater gab. Können wir in denen, mit denen er seine Herrlichkeit teilt, irgendeine Spur von Sünde und von Schuld erblicken? Und kann es sein, dass wir nicht unter ihnen sind, wenn er seinen Sohn auf ewig und mit vollkommener Konstanz liebt, im Wissen, dass er ist, wie er ihn schuf? Lass uns das doch einmal überprüfen. Kann es sein, dass von diesem Frieden, den du spürst, irgendjemand oder irgendetwas ausgeschlossen ist? Kann es sein, dass du ausgeschlossen bist? Unmöglich, oder?
denn du erfährst ihn ja gerade. Und gibt es eine Schuld? Wir können keine erblicken. In unserem wahren Selbst ist keine Schuld. Und das andere, das dir versucht einzureden, ja, aber in diesem irdischen Selbst sieht das ganz anders aus, ist gar nicht da. Es ist ja nur eine Idee. Eine Idee, die vor sich hin wabert, mal auftaucht, wieder abtaucht. Was ist konstant und unveränderlich? Was ist ewig? Wo liegt die Herrlichkeit, die Größe? Und wo versucht uns die Kleinheit wieder einzufangen? Doch wenn wir genau hinschauen, kann sie das nur, weil wir ihr Glauben schenken. Doch müssen wir das nicht tun. Stattdessen können wir einfach Danke sagen für den Frieden, den wir empfangen und die Sicherheit und die absolute Gewissheit, dass hier die Wahrheit liegt. Es kann nicht anders sein. Ganz egal, was uns da scheinbar erzählt wird. Und so können wir immer wieder zurückkommen an diesen Ort, wenn es tagsüber eben unruhig wird, es Trouble gibt, wir warum auch immer von bestimmten Gedanken angezogen sind und uns ihnen sozusagen hingeben, bis wir merken, es tut uns nicht gut. Und dann sind wir einfach liebevoll zu uns selbst, denn du bist ja Liebe, und wir vergeben und sagen, das brauche ich nicht mehr, nimm du das. Wir danken dir, Vater, für das Licht, das ewig in uns leuchtet, und wir ehren es, weil du es mit uns teilst. Wir sind eins in diesem Licht vereint und eins mit dir, in Frieden mit der ganzen Schöpfung und mit uns selbst. Diesen Worten viel Raum in dir. Und spüre, dass es wahr ist. Es ist ja da. Und es spricht zu dir und trägt dich. Erlösung ist Aufheben in dem Sinne, dass sie nichts tut und die Welt der Träume und der Bosheit nicht unterstützt. Auf diese Weise lässt sie Illusionen los, indem sie sie nicht unterstützt, lässt sie sie einfach still zu Staub zerfallen. Hab einen wahrhaft gesegneten Tag. Danke für unsere gemeinsame Reise. Eine Reise, die schon zu Ende ist.
Wir brauchen uns nur noch daran zu erinnern.